Hey Leute, was geht ab, und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich hier wieder ein paar verschiedene Serien am Start, Leute. Verschiedene Booster Packs. Und ich muss mal langsam mein Lager wieder auffüllen, ne? Mein Lager mit den verschiedenen Matchtech-Serien, mit verschiedenen FIFA 365 WM-EM-Serien, dass wir auch richtig geile, vielleicht sogar mal 30 verschiedene Booster unboxen können oder 30 verschiedene Stickertüten oder sowas. Wenn ihr Lust habt, dass ich mal so ein bisschen auf eBay schnöker, um vielleicht hier und da billige Booster zu ergattern, dann ja, schreibt mal unten rein in die Kommentare, lasst ein Däumchen da. Heute habe ich hier aber nochmal, ja, auf Krampf alles zusammengesucht, was ich hier habe, Leute. Alles zusammengesucht, was ich hier habe. Sogar einen FIFA 365 2017er Booster, Leute. Holy shit, Mann. Darauf freue ich mich. Den öffnen wir mal ganz zum Schluss hier. Deswegen starten wir mit WM 2010 Sticker. Ein Päckchen habe ich hier am Start. Von manchen Serien habe ich auch mehrere Booster von einer Serie. Aber heute wieder ein paar Sticker und Booster. Alles gemischt hier. Rio Ferdinand. Wir starten mit der Icon. Rio Ferdinand gibt es ja auch in FIFA. Dann haben wir hier Lukas De Valla. Oder De Valla Peknik aus Slowakei. Tim Gale, Kopfballmonster. Und Deco. Da habe ich letztens eine Story gehört. Deco, Ronaldinho und Messi haben natürlich bei Barcelona gespielt. Eines Tages kamen Deco und Ronaldinho angetrunken zum Training. Und Pep Guardiola wollte, dass Deco und Ronaldinho den Verein verlassen, weil die beiden einen schlechten Einfluss auf Messi hatten. Real Talk. Ob das stimmt, weiß natürlich keiner. Aber Messi wird natürlich mit, wie sagt man, mit Samthandschuhen angefasst. Weil Messi ist halt Messi. Da war Messi noch mit langen Haaren so, wie man halt Messi von früher kennt. Gebt einfach mal ein, Messi früher bei Google oder so. Und dann solltet ihr es eigentlich, dann ihr wisst doch, wie Messi früher aussah. So, nächstes Pack, das sind Spider-Man-Sticker, Leute. Ja, Spider-Man-Sticker habe ich hier heute am Start. Ich kann aber leider nichts, überhaupt nichts zu Spider-Man sagen. Bloß, dass dieser Glitzer-Sticker geil aussieht. Haben wir hier sogar eine Ingame-Szene. Nochmal eine. Und nochmal, ja. Ist das hier nicht so ein Helm, den hier den Ralle ausgepackt hat? Ben Masterful, der hat auch so einen Helm letztes Mal ausgepackt. Aber das war nicht der Helm, sondern ein anderer Helm. Aber der sieht so ähnlich aus, finde ich. Der sieht so ähnlich aus. Als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, der hat jetzt wieder wirklich komplett ein an der Marvel. Let's go. Nächstes Sticker-Päckchen. Wir haben die La Liga-Sticker-Serie 18-19 mit Szymanowski. Szymanowski, yeah. Mario Hermoso. Hat Hermoso, ist das der Hermoso, der auch einen Tots bekommen hat? Ich glaube nicht, ne? Mario Hermoso, doch, könnte, ist Verteidiger? Doch, könnte der sein. Könnte der sein. Hier, CF Reus, Reus im Pack, Leute. Und Sporting-Logo. Und Dani Ceballos. Ne, wie wird mal ausgesprochen? Ich habe letztens hier U21 EM geguckt und hat halt natürlich Spanien gespielt, gegen Deutschland leider verloren hat. Deutschland hat er leider verloren, habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Und da hat hier dieser Dani Ceballos auch gespielt. Und da habe ich mir gedacht, Alter, den habe ich ja jahrelang falsch ausgesprochen. Aber mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, wie der wirklich ausgesprochen wird. Ceballos? Ceballo? Naja, keine Ahnung, Mann. Ich habe ihn immer Ceballos ausgesprochen, aber das war falsch. Lagu Adia, so rum. Lagu Adia. Dann haben wir Adan und dann hier noch so ein, ja, Code. Kann man sicherlich nicht mehr einlösen, keine Ahnung. Oder obwohl, das ist eigentlich, das ist die neueste Serie. Vielleicht kann man die doch noch einlösen. Aber sicherlich nicht in Deutschland, sondern das sind ja die spanischen Sticker. Genau, Cuela. Risco. Porto als Glitzersticker. Hier haben wir wieder zwei Logos, Tenerife und Zaragoza. Dann Savic und Frisalco von Atletico Madrid. Ja, Leute, ich habe Sticker, Frauensticker am Start, aber nicht die aktuellsten von der EM, sondern die WM-Sticker von vor 2 Jahren. Ja, ja, Leute, die habe ich auch noch hier. Die habe ich auch noch und die können wir jetzt ja auch mal auspacken. Starten wir mit der Dänen Trölsgaard, Guagni aus Italien, Terikova, Marquez und Danilova aus Russland. Danilova. Davon habe ich 2. Gucken, ob wir vielleicht eine deutsche Spielerin ziehen. Kirchberger, Christiansen, Buadadi. Und da haben wir sogar eine deutsche Spielerin. Die hat auch dieses Jahr noch gespielt. Alexandra Popp. Genau.
Und ich finde es irgendwie komisch, dass im Frauenfußball jetzt hier kein Angriff oder so. Ich habe die Frauen EM verfolgt und halt auch die großen Turniere verfolge ich von den Frauen, selbstverständlich. Aber ich finde es irgendwie komisch, dass Alexandra Popp, also ich habe immer gedacht, sie ist Angreiferin, sie ist Stürmerin. Aber sie kann ja fast überall spielen. Da habe ich mich gewundert. Stellt euch mal vor, einen Messi spielt auf einmal Linksverteidiger. So, vom Ding her, ne? Oder einen Lewandowski spielt auf einmal als Innenverteidiger. Das kann ich mir im Herren- oder Männerfußball schwer vorstellen, dass da die Spieler so die Positionen tauschen. Klar, ein Linksverteidiger kann mal als linker Mittelfeldspieler spielen oder als linker Flügelspieler. So über die Außen geht klar, aber im Zentrum finde ich das, keine Ahnung. Dann haben wir hier so Dinosaurierkarten, Leute. Die habe ich auch noch hier aufgegabelt. Und das sind ja wirklich, also wer hat denn diese Serie erfunden hier? Sega und Upper Deck. Also das sind so, die kann man nicht mal als Karten betiteln, Leute. Schaut euch mal diese Karten hier an. Feiert jemand diese Karten? Dann soll er es jetzt unten reinschreiben in die Kommentare, wer diese Dinosaurierkarten feiert. Real Talk. Ich glaube, ich kenne keinen, der diese feiert. Es sei denn, es sind so richtige Dinosaurier-Fans unter euch hier unter der Hashtag PaxArmy. Aber die Karten, Leute, das ist da, was ist das denn? Guckt euch das mal an hier. Das ist doch absolut lächerlich, ohne Witz. Ohne Witz. Hier Laura und Rot als Glitzerkarte. Wenn man Karten herstellt, dann sollten die auch schon ordentlich sein und nicht sowas hier. Also bin ich kein Fan von. Design von hinten so sieht cool aus. Booster-Design ist auch cool. Aber die Karten eher fui. Die Karten eher fui. Wir haben die FC Bayern München Kollektion Karten und Sticker in eine Serie gepackt. Kennt ihr ja, habe ich auch schon öfters mal ausgepackt. Hier die Allianz Arena. Dann haben wir Renato Sanchez. Dann haben wir hier Nico Kovac, Franck Ribéry. Und dann noch Thomas Müller als Karte. Hiervon habe ich auch zwei Päckchen. Oh, goldener Stick. Oh, Alter. Alter, drei goldene Sticker in einem Pack. Was ist da los? Drei goldene Sticker in einem Pack hier, Leute. Franck Ribéry, King Coman und James Rodriguez. Und dann noch Jerome Boateng und Arjen Robben als Karte, als Torjubelkarte. So, wie viele Serien haben wir noch? Das sind... Ja, vier Serien noch. Wir haben die österreichische Sticker-Kollektion 16-17. Die ist auch schon 3 Jahre jetzt alt. Die gab es ja auch mal hier zu kaufen. Mannschaftsfoto, 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 Mannschaftsfoto und ein Stadion. Ja, moin, ich konnte zu diesem Pack nichts sagen, weil ich die Logos und auch so... Also ich verfolge die österreichische Bundesliga jetzt nicht so wirklich. Muss ich da auch mal ehrlicherweise gestehen. Aber die Sticker waren trotzdem cool, muss ich sagen. Hier haben wir Schmerböck. Dann haben wir Fabio Strauß. Ein Mannschaftsfoto, Mannschaftsfoto. Und dann haben wir hier noch Thomas Pichelmann, Torschützenkönig 2016. Der gute Pichelmann. Der Thomas Pichelmann hier, ne? Dann FIFA 35 Sticker 2018. Ja, 2018, Leute. Da seht ihr richtig. Da seht ihr es richtig. Und ich habe Messi. Max Meyer, die Weltklasse hier gezogen. Manolas, Schmelzer. Dann Balanta, Verratti und CR7 und Ronaldo sogar. Ronaldo und Messi in einem Pack, Leute. So ein Ding ist das. Ronaldo und Messi in einem Pack. So, nächstes. Von den Stickern habe ich sogar drei. Von den Stickern habe ich drei, Leute. Real Madrid Logo. Also die Logo-Sticker waren richtig geil. So schön Gold. Geiles Design. Dann hier Marquinhos. Kylian Mbappé, Thomas Meunier und hier Asensio, Diawara und Grimaldo. Also dieses Pack hat mal gezeigt, dass ja, die FIFA 65 in der Lage ist, richtig geile Packs rauszuhauen. Mbappé, dann war hier ein Meunier, ist geil, natürlich hier Marquinhos, das Real Madrid Logo. Das war echt ein schönes Pack, muss man sagen. Ein schönes Pack. Conti AC Mailand, Valdivia, dann Kutepov, Paredes und dann hier noch Mosquera, Rodriguez und Vargas. Und wir kommen zu den letzten zwei Packs, Leute. Ich öffne diesen 2017-Pack, dieses 2017er Pack ganz zum Schluss, Leute, ganz zum Ende, weil ich die schon Ewigkeiten nicht geöffnet habe. Also ohne Witz, die habe ich schon so lange nicht geöffnet, die 2017er Serie. Deswegen gibt es diesen Booster ganz zum Ende. Hier haben wir Melgarejo, Magalhães. Dann José Sá, Riyad Mahrez, Samuel Umtiti und Andrei Eschenko.
Tada, letztes Pack, Leute. Letztes Pack hier mit CR7 noch bei Real Madrid. Benny Höbedes und Dele Alli. Schauen wir mal rein, was ziehen wir hier? Okay, jetzt weiß ich wieder, was das für eine Serie ist. Die habe ich auch gesuchtet, wie sonst was. Meister Eder und das Pumuckelchen. Dann haben wir Bentancur, Lichtsteiner, Martins Indy. James Rodriguez hier auch noch im Trikot von den Königlichen. Und Brian Ruiz, Sporting Lissabon, Leute. Das soll es gewesen sein fürs heutige Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin raus. Haut rein und tschüssi.